Du möchtest wissen, wofür es Lenk- und Ruhezeiten gibt, wer sich an diese halten muss und wie genau die Regelungen im Detail aussehen? Dann bist du hier genau richtig. In diesem einen Video werden dir in unter 20 Minuten alle deine Fragen beantwortet. Viel Spaß dabei! Hallo zusammen und herzlich willkommen auf dem Logistikkanal, deinem Kanal für alles Wissenswerte rund um das Thema Logistik. Mein Name ist Horst und wie bereits angekündigt, nehmen wir in diesem Video mal die Lenk- und Ruhezeiten für das Fahrpersonal genauer unter die Lupe. Ich möchte damit beginnen, kurz zu erklären, was die Lenk- und Ruhezeiten eigentlich sind und welchen Zweck diese erfüllen. Die Lenk- und Ruhezeiten regeln nämlich europaweit in der EU-Verordnung 561/2006, wie lange ein Fahrer ein Fahrzeug lenken darf und welche Pausen bzw. Ruhezeiten er einhalten muss. Und warum wird das überhaupt gesetzlich geregelt, werdet ihr euch vielleicht jetzt fragen? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich einen Blick in die Vergangenheit werfen. Wenn man nämlich meinem Vater Glauben schenken darf, welcher selbst jahrelang im Fernverkehr tätig war, war es früher, also vor etwa 30 Jahren, keine Besonderheit, dass ein Lkw-Fahrer im Fernverkehr 24 Stunden ohne Unterbrechung hinter dem Steuer verbracht hat. Angeblich wurde es damals mit den Lenk- und Ruhezeiten nicht so eng genommen. Das heißt, es war kein großes Problem, wenn man die Fahrzeit ums Dreifache überschritten hatte. Wenn ihr zufälligerweise selbst Lkw-Fahrer seid und bereits vor 30 Jahren im Fernverkehr unterwegs wart, dann schreibt mir doch gerne mal in den Kommentaren, ob mein Vater hier übertrieben hat oder nicht. Fakt ist jedoch, dort wo Arbeitszeiten nicht reguliert werden, werden Menschen ausgenutzt. Das ist und war schon immer so. Daher muss es Regelungen geben, wie beispielsweise das Arbeitszeitgesetz, worauf ich später noch kurz eingehe. Neben dem eigentlichen Arbeitsschutz der Fahrer müssen jedoch auch die Personen geschützt werden, die die Straße bzw. Autobahn mit den LKWs teilen. Denn in mehreren Studien, unter anderem vom Virginia Tech Transportation Institute, wurde nachgewiesen, dass mit steigender Fahrzeit auch das Unfallrisiko ansteigt. Besonders stark steigt diese übrigens ab der 9. bzw. 10. Fahrstunde an. Daher ist es auch kein Zufall, dass die derzeitige Tageslenkzeit bei 9 bzw. 10 Stunden liegt. Aber auch dazu später mehr. Auch wenn die Sperrigkeit der Lenk- und Ruhezeiten oft von Fahrern und Disponenten verteufelt wird, sollte man stets im Kopf haben, dass diese eigentlich nur zum Schutz des Fahrpersonals und der Mitmenschen existieren und damit absolut sinnvoll sind. Als nächstes schauen wir uns aber mal an, für wen die Lenk- und Ruhezeiten eigentlich gelten. Zunächst muss gesagt werden, dass die Lenk- und Ruhezeiten, wie bereits eingangs erwähnt, in der EU-Verordnung 561/2006 geregelt werden. Das bedeutet, dass sich grundsätzlich alle europäischen Länder an die gleichen Regelungen zu halten haben. Das ist auch sinnvoll, andernfalls würde es nämlich zu Wettbewerbsverzerrungen kommen, wenn alle andere Regeln hätten. Lenk- und Ruhezeiten gelten allgemein für den gewerblichen Güterkraftverkehr für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Vereinfacht gesagt muss sich also jeder an die Lenk- und Ruhezeiten halten, der eine Sendung gegen Bezahlung transportiert. Ergänzend möchte ich noch erwähnen, dass es in Deutschland eine Ausnahme gibt, da unser Fahrpersonalrecht sogar Fahrzeuge über 2,8 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht erfasst. Das heißt, in ganz Europa gelten die Lenk- und Ruhezeiten für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen und bei uns in Deutschland gelten diese bereits für Fahrzeuge über 2,8 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. In den meisten Fällen macht das vermutlich keinen großen Unterschied, trotzdem wollte ich das nicht unerwähnt lassen. Machen wir aber mal ein Beispiel. Mal angenommen, wir sind im Besitz eines CE-Führerscheins, welcher uns befähigt, alle LKW mit Anhänger zu fahren. Und wir helfen einem guten Freund dabei, einen Umzug von München nach Hamburg durchzuführen. Müssen wir uns jetzt während des Transportes an die Lenk- und Ruhezeiten halten? Lasst uns doch dazu einfach mal ganz kurz die Voraussetzungen prüfen. Fahren wir ein Fahrzeug, welches das zulässige Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen überschreitet? Ja, ich denke, das tun wir definitiv, denn wir fahren ja ein 7,5 Tonner. Transportieren wir die Sendung gewerblich gegen Entgelt? Nein, das tun wir natürlich nicht. Selbst wenn wir einen Kasten Bier dafür bekommen oder anschließend zum Essen eingeladen werden. Da hier kein gewerblicher Güterkraftverkehr vorliegt, müssen wir uns auch nicht an die Lenk- und Ruhezeiten halten. Sollten wir trotzdem eine Pause nach einer langen Fahrt einlegen? Definitiv ja. Denkt da bitte einfach an die Studie, die nachgewiesen hat, dass mit
höherer Fahrzeit auch das Unfallrisiko steigt. Ein Unternehmen, das Transporte gewerblich durchführt, egal ob es ein Frachtführer oder eine Spedition im Selbsteintritt ist, muss sich jedoch an diese Lenk- und Ruhezeiten halten. Darüber hinaus gelten die Lenk- und Ruhezeiten auch für den Personenverkehr, sobald das Fahrzeug mindestens 10 Sitzplätze einschließlich des Fahrerplatzes hat. Ein zulässiges Gesamtgewicht ist hier übrigens in der Verordnung nicht angegeben, vermutlich weil es keine Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht gibt, die 10 Sitzplätze oder mehr haben. Jetzt komm aber endlich mal zum Punkt. Die Zuschauer warten schon auf die Lenk- und Ruhezeiten. Sonst hast du wieder ein Video produziert, was sich niemand bis zum Schluss anschaut. Ja, sorry für das Gequatsche, aber ich halte es für wichtig, dass wir den Rahmen vorher einmal grob abstecken, bevor wir über die Zeiten sprechen. Aber jetzt geht's wirklich los. Versprochen. Also, grundsätzlich unterscheiden wir, wie der Name Lenk- und Ruhezeiten schon sagt, zwischen den Lenkzeiten und den Ruhezeiten. Unter den Lenkzeiten gibt es die Tageslenkzeit und die Wochenlenkzeit. Bei den Ruhezeiten spricht man von der täglichen Ruhezeit und der wöchentlichen Ruhezeit. Eigentlich ganz einfach zu merken. Wir starten mit der Tageslenkzeit, also der Zeit, die ein Fahrer ein Fahrzeug zwischen dem Ende einer täglichen Ruhezeit und dem Beginn der darauffolgenden täglichen Ruhezeit lenken darf. Wichtig ist hier zunächst zu erwähnen, dass dies nicht unbedingt die Arbeitszeit ist. Es geht wirklich um das Lenken eines Fahrzeugs. Wenn der Fahrer beispielsweise bei der Beladung eines LKW mithilft oder die Ladung sichert, ist dies natürlich Arbeitszeit, die er auch vergütet bekommen sollte, aber es ist keine Lenkzeit, da er in dem Moment das Fahrzeug nicht fährt bzw. lenkt. Die maximale Tageslenkzeit beträgt grundsätzlich 9 Stunden. Zweimal in einer Woche kann die Tageslenkzeit jedoch auf bis zu 10 Stunden ausgedehnt werden. Somit gewinnt man also eine zusätzliche Stunde, wenn man sie denn benötigt. Soweit so gut. Diese 9 bzw. 10 Stunden dürfen Fahrer natürlich nicht am Stück fahren. Das würde alleine schon das Arbeitszeitgesetz unterbinden, denn jeder Arbeitnehmer in Deutschland muss spätestens nach 6 Stunden Arbeit eine 30-minütige Pause einlegen. Die Fahrzeitunterbrechung in den Lenk- und Ruhezeiten ist da allerdings etwas strenger. Diese besagt nämlich, dass spätestens nach 4,5 Stunden Lenkzeit eine Lenkzeitunterbrechung von 45 Minuten gemacht werden muss. Diese Lenkzeitunterbrechung wird in der Praxis auch oft als Pause bezeichnet, auch wenn das nicht ganz korrekt ist. Die Lenkzeitunterbrechung kann auch wahlweise in 2 Abschnitte geteilt werden, wobei der erste mindestens 15 Minuten und der zweite mindestens 30 Minuten betragen muss. Man darf diese Zeiten übrigens auch nicht tauschen, sodass man zuerst die 30 Minuten macht und dann anschließend 15 Minuten. Es muss zwingend die erste Pause mindestens 15 Minuten betragen und die zweite Pause mindestens 30 Minuten. Andernfalls wird der digitale Tachograf diese Pause nicht korrekt werten und das BRG, also das Bundesamt für Güterverkehr, wird dies bei einer Kontrolle beanstanden. Wenn also beispielsweise der Fahrer fälschlicherweise eine Lenkzeitunterbrechung von nur 44 Minuten einlegt und damit keine volle Lenkzeitunterbrechung eingehalten hat und das Fahrzeug schon wieder rollt, muss er anschließend nochmal 30 Minuten Pause einlegen, da die erste Pause, also die 44 Minuten, nur mit 15 Minuten angerechnet wird. Wie eben schon gesagt, sind also spätestens nach 4,5 Stunden Lenkzeit 45 Minuten Lenkzeitunterbrechung einzuhalten. Dies gilt übrigens immer. Wenn also ein Fahrer eine Lenkzeit von 10 Stunden nutzen möchte, muss dieser insgesamt 2 Pausen à 45 Minuten einlegen. Die erste Pause nach 4,5 Stunden Fahrzeit und die zweite nach 9 Stunden Fahrzeit, da er ja wieder 4,5 Stunden gefahren ist. Das bedeutet, für die extra Stunde, die der Fahrer fahren möchte, muss er auch extra 45 Minuten Pause einlegen. Und hier nochmal der Hinweis, obwohl ich die ganze Zeit Pause sage, handelt es sich dabei natürlich um die Lenkzeitunterbrechung. Es ist aber aufgrund der Fülle der Informationen leichter zu verstehen, wenn ich jedes Mal Pause sage. Ich hoffe, ich kriege dafür jetzt keine Daumen nach unten. So, weiter im Text mit den täglichen Ruhezeiten. Die tägliche Ruhezeit ist die Zeit, die ein Fahrer innerhalb von 24 Stunden ungebunden für sich zur Verfügung hat. In dieser Zeit muss der LKW zwingend stehen. Es ist somit auch die Zeit, in der ein Fahrer sich ausruht bzw. schläft.
Diese tägliche Ruhezeit beträgt grundsätzlich 11 Stunden und kann dreimal zwischen zwei wöchentlichen Ruhezeiten auf 9 Stunden verkürzt werden. Man könnte also salopp sagen, dass man dreimal wöchentlich die tägliche Ruhezeit von 11 auf 9 Stunden verkürzen darf, auch wenn das formal nicht ganz korrekt ist. Diese Verkürzungen müssen übrigens nicht nachgeholt werden. Diese 11 bzw. 9 Stunden der täglichen Ruhezeit werden in einem 24-Stunden-Zeitraum betrachtet. Fängt ein Fahrer also beispielsweise um 8 Uhr seine Schicht an einem Montagmorgen an, muss er bis Dienstag 8 Uhr in der Früh seine tägliche Ruhezeit von 11 bzw. 9 Stunden bereits eingehalten haben. Es geht also immer um den 24-Stunden-Zeitraum, wobei maßgeblich ist, wann der Lkw-Fahrer begonnen hat zu arbeiten. Die tägliche Ruhezeit kann übrigens, ähnlich wie die Lenkzeitunterbrechung, in zwei Blöcke aufgeteilt werden, solange der erste Block 3 Stunden und der zweite Block mindestens 9 Stunden beträgt. Teilt man die tägliche Ruhezeit also in diese zwei Einheiten auf, verlängert sich dementsprechend die tägliche Ruhezeit von 11 auf 12 Stunden. So, nun wissen wir also, dass es eine Tageslenkzeit von 9 bzw. 10 Stunden gibt und eine tägliche Ruhezeit von 11 Stunden bzw. dreimal wöchentlich 9 Stunden. Nun ist es an der Zeit, uns mal die sogenannte Wochenlenkzeit anzuschauen. Die Wochenlenkzeit legt fest, wie lange ein Fahrer maximal ein Fahrzeug innerhalb einer Kalenderwoche lenken darf. Die maximale Wochenlenkzeit beträgt 56 Stunden. Auf diese kommt man ganz einfach, wenn man die gesamte Tageslenkzeiten von Montag bis Samstag ausnutzt. Also wenn man beispielsweise Montag und Dienstag jeweils 10 Stunden lenkt und dann die restlichen 4 Tage, also von Mittwoch bis Samstag, jeweils 9 Stunden lenkt. Die Summe ergibt 56 Stunden und das ist gleichzeitig auch die im Gesetz definierte maximale Wochenlenkzeit. Diese maximale Lenkzeit dürfen wir jedoch nicht jede Woche ausnutzen, denn die Verordnung regelt auch gleichzeitig, dass die maximale Lenkzeit in einer Doppelwoche, also in zwei aufeinanderfolgenden Wochen, maximal 90 Stunden betragen darf. Das bedeutet also, wenn wir in der ersten Woche die Lenkzeit maximal ausnutzen und wirklich 56 Stunden ein Fahrzeug lenken, dann dürfen wir in der darauffolgenden Woche nur noch 34 Stunden fahren. Mehr gibt es zur gültigen Wochenlenkzeit auch erstmal nicht zu sagen. Kommen wir also nun zum letzten Punkt, der sogenannten wöchentlichen Ruhezeit. Dass wir täglich, also innerhalb von 24 Stunden, eine tägliche Ruhezeit von 11 bzw. 9 Stunden einhalten müssen, haben wir ja bereits gelernt. Die Verordnung sieht jedoch auch eine Regelung für eine sogenannte wöchentliche Ruhezeit vor und die schauen wir uns jetzt an. Grundsätzlich ist es nämlich so, dass der Disponent bzw. der Fahrer darauf achten muss, dass nach spätestens 6 aufeinanderfolgenden Tagen die sogenannte wöchentliche Ruhezeit beginnen muss. Es ist somit gesetzlich nicht erlaubt, mehr als 6 Tage am Stück ein Fahrzeug zu lenken. Das ist eine Besonderheit des Berufs. Ich habe beispielsweise Zivildienst in einem Krankenhaus gemacht und da war es normal, dass man 11 Tage am Stück arbeitet und anschließend 3 Tage frei bekommt. Der Fahrer darf dies also nicht, da er wie gesagt spätestens nach 6 Tagen eine wöchentliche Ruhezeit einhalten muss. Die wöchentliche Ruhezeit beträgt grundsätzlich 45 zusammenhängende Stunden. Erst wenn diese 45 Stunden rum sind, beginnt für den Fahrer eine neue Woche, in der alle Lenkzeiten sozusagen resettet werden. Um die Transporte flexibler zu gestalten, gestattet uns die Vereinbarung jedoch, dass diese wöchentliche Ruhezeit alle 2 Wochen auf maximal 24 Stunden zu verkürzen. Das Gesetz besagt, dass eine verkürzte Wochenruhezeit nur nach einer regulären, also einer 45-stündigen wöchentlichen Ruhezeit erfolgen darf. Mit anderen Worten also, alle 2 Wochen. Verkürzen wir unsere wöchentliche Ruhezeit beispielsweise auf 24 Stunden, müssen wir jedoch die Zeit, die zu einer regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit fehlt, nachholen. In unserem Fall also die Zeit einer regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit von 45 Stunden minus die Stunden einer verkürzten Ruhezeit, also 24 Stunden. Dementsprechend müssen wir 21 Stunden Ruhezeit nachholen. Und ja, jetzt klären wir noch, wann wir diese 21 Stunden nachholen müssen. Die Verordnung sieht derzeit, also Stand Juli 2020, vor, dass die fehlende wöchentliche Ruhezeit im Anschluss an eine tägliche
oder wöchentliche Ruhezeit zusammenhängend nachgeholt werden muss, und zwar innerhalb von 3 Wochen ab dem Zeitpunkt, wo die wöchentliche Ruhezeit verkürzt wurde. Zusammenfassend kann man also sagen, dass wir insgesamt 3 wichtige Punkte beachten müssen. Wir können diese 21 Stunden nicht aufteilen, sondern müssen sie an einem Stück nachholen. Und die 21 Stunden müssen im direkten Anschluss an eine tägliche oder wöchentliche Ruhezeit gewährt werden und sie muss innerhalb von 3 Wochen ausgeglichen werden. Machen wir mal ein Beispiel. Angenommen, der Disponent hat in seiner Wochenplanung am Dienstag keinen Auftrag für unseren Fahrer, aber der Fahrer muss noch 21 Stunden Wochenruhezeit nachholen. Dann bietet es sich natürlich an, diese im Anschluss an seine tägliche Ruhezeit von Montag auf Dienstag zu hängen, auch wenn der Fahrer sich sicherlich einen besseren freien Tag als einen Dienstag wünschen wird. Wir betrachten an der Stelle jetzt natürlich nur die rechtliche Seite. Somit muss der Fahrer nach seiner Fahrt am Montag zunächst die regulären 11 Stunden tägliche Ruhezeit einlegen und unmittelbar danach nochmal 21 Stunden als Ausgleich der Wochenruhezeit dranhängen. Er darf also insgesamt 32 Stunden nicht eingesetzt werden. Erst dann hat er die verkürzte Wochenruhezeit ausgeglichen. Die Gesetzgeber arbeiten übrigens seit längerem an einer Gesetzesänderung hier. Demnach ist geplant, dass diese 21 Stunden wöchentliche Ruhezeit nur noch im Anschluss an eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit ausgeglichen werden kann. Das bedeutet, man könnte diese nicht mehr nach einer täglichen Ruhezeit anhängen, wie in unserem Beispiel gerade. Das soll die Arbeitsbedingungen der Fahrer verbessern, da sie dadurch ein sogenanntes langes Wochenende bekommen, wenn diese an einem Samstag arbeiten und dadurch die wöchentliche Ruhezeit verkürzt wird. Aktuell jedoch kann, wie gesagt, die fehlende wöchentliche Ruhezeit, aber auch mitten in der Woche an eine tägliche Ruhezeit drangehangen werden. Ich verfolge natürlich wie immer alle Gesetzesänderungen und werde hier auf dem Kanal informieren, sobald diese in Kraft treten. Wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere gerne jetzt den Kanal und aktiviere die Glocke. Wenn in der Zukunft eine Änderung der Lenk- und Ruhezeiten erfolgen sollte, dann werde ich auch am Ende des Videos auf eine Richtigstellung dieses Videos verlinken und gleichzeitig auch in der Beschreibung darauf hinweisen. Schaut da also gerne rein, wenn ihr möchtet. So, das war erstmal noch relativ grob alles Wichtige zu den Lenk- und Ruhezeiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es etwas länger geworden ist. Wenn dem so ist, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Schreibt mir doch gerne mal in den Kommentaren, was ihr von den Lenk- und Ruhezeiten an sich haltet und was ihr ändern würdet, wenn ihr könntet. Wenn ihr Themen habt, welche ihr hier auf dem Kanal recherchiert und zusammengefasst haben möchtet, dann könnt ihr mir dies auch gerne unten in den Kommentaren schreiben. Ich bedanke mich für immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.